Hi Freunde, der Feuersalamander. Mit einer Körpergröße von 14 bis 20 cm gehört der Feuersalamander zu den größten heimischen Schwanzlurchen. Die Färbung ist schwarz glänzend mit einem auffällig gelb-orangen Flecken oder Streifenmuster auf der Oberseite. Neben Tieren mit einem typischen Streifenmuster gibt es innerhalb Mitteleuropas auch Tiere mit einem Fleckenmuster. Allerdings ist die Musterung von Tier zu Tier wie ein Fingerabdruck immer unterschiedlich. Durch die gelb-orange Färbung, welche auch als Warnung dient, hat der Feuersalamander keine Fressfeinde. Weltweit gibt es ca. 600 Salamanderarten. In Europa ist die Liste 40 Salamanderarten lang. Der Feuersalamander hat zudem kleine Spritzdüsen, hier mit einem Pfeil markiert, durch die er bei Gefahr ein für kleine Säugetiere giftiges Sekret abgibt. Der Feuersalamander ist über weite Teile West-, Mittel-, Südosteuropa verbreitet. Innerhalb des großen Verbreitungsgebiets unterscheidet man verschiedene Unterarten, von denen die gebänderte Unterart und die gefleckte Naminatform in Deutschland zu finden ist. Die Nordgrenze der Verbreitung verläuft durch Nord- und Mitteldeutschland, wo die Art von Süd nach Norden immer seltener hin wird. Der typische Lebensraum des Feuersalamanders sind feuchte Laubmischwälder der Mittelgebirge. Hier benötigt die Art saubere und kühle Quellbäche, Quelltümpel und quellwassergespeiste Kleingewässer. Seltener findet man die Art in Nadelwäldern. Die Paarung der Salamander erfolgt am Land. Von Februar bis Mai werden bereits die vollentwickelten, jedoch noch mit Kiemen ausgestatteten Larven in kühle Quellbäche, Quelltümpel oder Brunnen abgesetzt. Dort halten sie sich bevorzugt in kleinen Stillwasserzonen auf. Der Feuersalamander ist vor allem durch den Ausbau und die Begradigung von Bächen gefährdet. Auch die Verschmutzung der Fortpflanzungsgewässer und der Straßenverkehr stellen eine erhebliche Bedrohung der Art dar. Zudem kommt noch hinzu, dass es seit einigen Jahren einen Pilz gibt, der die Salamander innerhalb von ein paar Tagen tötet. Diese Pilze kommen vor allem in der Eifel vor.